Seid gegrüßt zurück zu Stronghold Warlord. Wir sind immer noch in Vietnam. Und wir sind jetzt in Mission 2, Vereinigung der Stämme. Nachdem er seine Macht vergrößert hatte, richtet sich Tukpans Blick nun auf die Grenzregionen, auf die es die Hung-Truppen abgesehen haben. Missionsbesprechung. Es dauert nicht lange, bis Tukpan von den Stämmen entlang des Flusses respektiert und gefürchtet wurde. Mit der Ausstrahlung und der Energie eines jungen Anführers schaffte er es, immer mehr Menschen hinter sich zu vereinen. Die Armeen des Hung-Königs nähern sich in der Zwischenzeit immer weiter der Grenze. Die Angst über eine bevorstehende Invasion macht den nördlichen Stämmen zu schaffen. Um eine Chance gegen das Imperium zu haben, muss Tukpan die verstreuten Stämme zu einer gut ausgebildeten Armee mit starker Disziplin vereinen. Ah, wir sind also der Norden und diese der Süden. Stärken, baut Waffen und rekrutiert Truppen. Erobern, nehmt den Kriegsherrn in den nahegelegenen Ländereien gefangen. Angreifen, stürmt die Burg und tötet den Hung-König. Beschützen, beschützt den Fürsten um jeden Preis. Hinweise. Ja, man, so ein Hinweis. Ah, ist nur der Ladebalken. Ich dachte, jetzt kommt ein Gespräch. Ja, wir sind der Vietcong und wir werden die Angreifer aus dem Süden, wenn wir jetzt vertreiben. Wobei, im Moment sieht es so aus, als wären die im Norden. Aber ich dachte, die kommen aus dem Süden. Oder ist das ein anderer? Eine Nachricht von Tukfan. Wir befinden uns am Rand des Wirkungsbereichs des Imperiums. Haltet Ausschau. Der Außenposten der Hung, der sich in der Nähe befindet, wird uns schon bald bemerken. Häuser ermöglichen es euch, eure Bevölkerung wachsen zu lassen, Hoheit. Ach ja. Noch sind unsere Häuser etwas klapprig. Das wirkt sich negativ auf eure Beliebtheit aus. Ein weiser Herrscher würde besseren Wohnraum bauen, um beliebter zu werden und mehr Bauern anzuziehen. Ach, das sind schon Gegner. Gut. Ja, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Wirtschaft aufgebaut. Bessere Häuser sollen wir bauen. Qualität 12, Kapazität 8. Ist die Gesamtwohnqualität höher als eure Arbeiteranzahl? Wenn eure Beliebtheit erhöht, ist sie geringer, wird sie reduziert. Okay. Bauen wir sie mal hier hinten hin. Wie viele? Unsere Truppen brauchen etwas Besseres als Speere, wenn wir diese Siedlungen einnehmen wollen. Um unsere Armee. Wir bilden jetzt mal ein paar Soldaten aus. So. Schmieden, die uns Bögen und Äxte herstellen. Außerdem eine Waffenkammer, wo wir sie lagern können. Gut, wir können endlich Waffenlager und so bauen. Also irgendwie, was haben wir denn hier? Oh, ihr seid das, Hoheit. Ich habe gerade vor mich hingeträumt. Du sollst nicht träumen, du sollst arbeiten. Machen wir mal hier die Waffenkammer hin. Hier sehen wir übrigens unsere Arbeiter. Die können was. Ja. Bögen, die kennen wir. Und Äxte. Und dann können wir hier dann Hilfsaxtkämpfer. Unser Weg zur Ehre ist frei, mein Freund. Kleine Schritte führen uns zielstrebig zu einem großen Umbruch. Können wir Hilfsaxtkämpfer und Hilfsbogenschützen herstellen. Wir schnappen uns jetzt erstmal den ersten, der hat sowieso nicht so viel. So, dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Von da unten könnten theoretisch Feinde kommen, ich weiß es nicht. Ansonsten gibt es nur hier den Weg übers Wasser. Ja. Gibt es heute etwas zu arbeiten, Hoheit? Ach, gibt keinen Pennerhof mehr. Stehen jetzt alle hier.
Schlange um Schlange. Wie kommt man da hoch? Sammelt euch mal hier. Vielleicht könnt ihr über den Stein schießen. Und schauen wir mal, was haben wir denn hier? Burgwelle. Oh, Botschaft und Konsulat können wir bauen. Klingt interessant. Wir brauchen ein paar mehr Felder. Oh, die halten auf jeden Fall mehr auf als die letzten. Können wir eigentlich mal hier gucken. Hier gibt es nämlich auch so ein Infofenster. Ranisch Kriegsherr. Dieser Kriegsherr hat keinen Meister und kann mit Hilfe militärischer... Achso. Da steht vielleicht drin, was der so Besonderes kann. So. Holen wir mal ein paar Axtkämpfer. Fast keinen Reis mehr, Hoheit. Ja, das wird schon funktionieren. Der Mensch lebt nicht vom Reis allein. So. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich sehr gut. Es gab sehr viel Kritik. Gut, es ist vielleicht kein Stronghold Crusader. Aber... Also die Grafik gefällt mir eigentlich ganz gut. Klar ist jetzt nicht die beste Grafik, also es gibt durchaus Spiele mit besserer, aber ich brauche auch nicht unbedingt Top-Grafik. So, dann gucken wir mal, was kann der Kranich? So, der könnte mir Gold senden, kann Diplomatie steigern, schickt den regelmäßig Diplomatie-Punkte zum Spiel, das klingt doch auch gut. Ja gut, und wir können den Warlord verbessern. Machen wir das mal. Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Weil das Diplomatiepunkte für Diplomatiepunkte klingt erstmal ganz gut. Hier kommt man hier rüber und erledigt die Soldaten da. Wir haben viermal Kranich und können die Kranich alle dasselbe? Ich vermute mal. Letztes Mal noch so Maus und und das andere. So. Unsere Truppen sind bereit. Zeigen wir diesen Kriegsherrn, wem sie Treue zu zeugen haben. Das tue ich doch schon. Ah, also den Unterschied zwischen den Kämpfern hier unten und den dort oben, den sieht man, merkt man schon. So, ich werde das jetzt anders machen. Wir brauchen diese kleinen Mini-Häuser sowieso nicht. Und wir haben zu viele Leute. Also bauen wir mal zwei schöne Häuser. Berichten von einem großen Hungtrupp, der auf dem Weg hierher ist. Wusste ich es doch. Man lässt uns hier nicht in Frieden. Ein schrecklicher Kampf steht uns bevor. Doch wir müssen dem Hung-Imperium zeigen, dass wir sie nicht fürchten. Wir werden denen auch zeigen, dass wir sie nicht fürchten. Ich weiß nicht, von wo sie kommen. Euch brauche ich und euch. Kommt auch mal mit. Oh, kann ich da oben welche hinstellen? Oh, cool. Das fand ich tatsächlich immer schon gut von Stronghold 2 schon her, dass man die, dass man so Gebäude hat, die auch wirklich begehbar sind in der Form. Ja, vor allem ihr müsst dort hoch. Geht mal alle hoch. Wir machen noch eine Axt. Die Truppen der Hung werden schon bald eintreffen. Wir sollten mehr Truppen zur Verteidigung ausbilden, mein Herr. Ja, ja, machen wir schon. Wir haben gerade noch... Ich unterstehe eurem Befehl. Hoheit, wir haben inzwischen genug Diplomatiepunkte, um Erlässe herauszugeben. Doch seid vorsichtig, denn unsere Kriegsherren könnten auch von unseren Gegnern angegriffen und gefangen genommen werden. Ihr müsst sie unbedingt beschützen. Wir verbessern den mal. Und danach lassen wir uns von dem auch Diplomatiepunkte geben. Dann machen wir mal hier so einen Osten hin. Holen uns noch ein paar Verteidiger, ein paar Blasrohrschützen. Kann man recht gut irgendwo hin platzieren.
Die sterben ist nicht ganz so schlimm. Und wir sind recht mobil. Sie sind da. Ergreift die Waffen, meine Gefährten. Sind da. Ach, die kommen von dort oben. Okay. Ich habe erwartet, dass die. jetzt von rechts oder so kommen, aber. Dann warten wir mal den Angriff ab. Wieso kriege ich keinen. Achso, ich habe ja erst Bögen gekriegt. So, dann gibst du mir jetzt auch Diplomatie. Arbeiten ununterbrochen für euch. So. Gleicht ihr euch von dort hinten an und dann erledigt ihr die Bogenschützen. So. Aus den Büschen. Ah. Wir haben überhaupt keine Chance. Oh oh. Ich habe nicht erwartet, dass die so direkt kommen. Wir locken sie einfach in unsere Falle hier. In unserem Turm. Ja. Irgendwie finde ich die da cool. Mag die. Ich erinnere mich an irgendein Spiel, ich weiß nicht mehr welches. Aber an irgendein erinnern die mich. So. Beide kommen schon aus den Wäldern. Eigentlich von dort oben, aber. Okay, wir haben jetzt mittlerweile genug Reis. Können wir irgendwie noch die Beliebtheit erhöhen? Wir haben hier eine Botschaft. Generiert Diplomatiepunkte. Diplomatiepunkte haben wir im Moment eine Menge. Besser an dich, dann gibst du mir nochmal Diplomatiepunkte. Nur noch ein Kriegsherr, dann gehört das ganze Gebiet euch. So, ihr kommt her, schießt die an und wenn die dann ein paar Bogenschützen könnten wir dort auch hinstellen. Hoch. Genau, und wenn die dann kommen wollen, werden sie von unseren Axtkämpfern überrascht. Ah, der will sich schon wieder nähern, der Feind. Hä? Boah, das haben wir, glaube ich, nicht gerechnet. Aber er scheint uns auch so ein paar Mal ein bisschen anzugreifen. Greift innerhalb, baut der überhaupt was? Nee. Der ist total passiv. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, das ist später anders. So. Und ihr stürmt jetzt direkt. Erledigt sie. Ja, klappt gut. Dann gehört er jetzt uns. Wir werden angegriffen. Dann können wir dort hinten uns drum kümmern. Verbessern wir auf. Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Eine Nachricht von Tukfan. Die Revolution breitet sich aus. Sehr gut. Genau, die Revolution. So schnell zu schätzen wissen. Für das Proletariat. Wir haben die Treue dieser Kriegsherren, doch leider zu wenig Diplomatiepunkte, um Erlässe auszugeben. Errichtet ein Konsulat, um regelmäßig mehr Diplomatiepunkte zu erhalten. Da brauche ich mehr Geld. Ich brauche im Moment keine nicht so viele Soldaten. Ihr schleicht euch mal dort hinten in den Wald rein. Oh. Nein, nein, nein. Kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück. Sofort zurückkommen. Achso, jetzt habe ich keine Leute, ne? So. Vielleicht sollte ich mir doch mal Gold schicken lassen. Das wäre vielleicht tatsächlich nicht so schlecht.
Und hier, 3 geht mal hier hoch, sicherheitshalber. Jetzt zieht euch mal zurück. Können ruhig auf uns zukommen. Auf jeden Fall der Stil, in dem die Soldaten da gehalten sind, der erinnert mich schon etwas an die Asiaten aus Siedler 3. Geht euch mal darüber, zurück. Ich will nicht unbedingt von den Bogenschützen dort beschossen werden. Baut ein Konsulat, erlasst ein Goldedikt bei einem Kriegsplan. So. Wir geben im Moment alle. Ah. Du kannst mal gleich Gold schicken. Verbessern dich vorher noch, dann schick mir mal Gold. Dann bauen wir jetzt ein Konsulat. Das sollte mir jetzt Diplomatiepunkte wohl geben. Wenn ich eine Menge habe. Dann schleicht ihr euch mal hier ein bisschen näher ran. Na? Ja, genau. So, erledigt die. Jetzt noch den. Nächsten. Schleichen wir uns an. Als guter Jäger weiß man, dass man sich anschleichen muss. Und jetzt sollen wir den Fürsten töten. Wie reiße ich denn am besten das ein? Wir könnten eigentlich auch. Ne, wir müssen den erobern. Gut. Wir müssen ihn erobern. Dann erobern wir ihn. Wir haben geschickt 7 Gold, Diplomatiepunkte gesendet 6. Ich kann auch abbrechen. Besser ich ihn einfach jetzt. Oh, und jetzt kann ich Angriffe aussenden. Eure Steuern wurden bezahlt. Ich unterstehe eurem Befehl. Dann gibst du mir mal mehr Diplomatiepunkte, dann bauen wir hier oben den aus. Oh, ihr bleibt mal hier, bevor die hier den angreifen. Ich weiß ja nicht, wie die KI programmiert ist. Und in der Zwischenzeit gibst du mir Diplomatiepunkte. Der Feind nähert sich. Ich werde angegriffen. Ja, wirst du aber nicht wirklich. Da kommen tatsächlich einige. Unterstützt mal. So. Ist da, wird ja, ein bisschen schwerer. Hab nicht damit gerechnet, dass da tatsächlich so viele Soldaten kommen. Aber das kriegen wir noch locker abgewehrt. Geht mal da hoch. Ihr geht da hoch. Und ihr jagt die Bogenschützen. Hoch sollt ihr. Damit ihr den Höhenbonus kriegt. Wir werden angegriffen. Ja, das weiß ich. So. Verbessern wir dich jetzt? Warum sparen das so? Gibst mir nochmal Diplomatiepunkte. Gold, das ist gut. Dann können wir mal noch eine Botschaft bauen. Baulimit 2, 4. Okay, die haben Baulimit. Gut verständlich, damit man nicht unendlich viele Massen produziert. Ist wahrscheinlich sinnvoll. So, und jetzt muss ich es nochmal upgraden. Meine Diplomaten. Zwischenzeit. Kannst du mir mal ein paar Diplomatiepunkte geben. So, was machen wir als nächstes? Ist alles in Ordnung, Hoheit. Was ist alles? Das ist wirklich die einfachste Burg, in der ich nie gearbeitet habe. Was?
Ich habe heute einfach keine Lust auf Arbeit. Okay. Das verstehe ich nicht so ganz, aber egal. So. Achso, ich habe kein Gold, deswegen. Warum habe ich dich jetzt ausgebildet? Nicht den aus. Nicht den auflösen. Nö, kann ich nicht. Oder ich weiß zumindest nicht wie. Der hat Steine hier. So, du. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen. Geld. So, bei dir warte ich jetzt Rang 6. Ach. Nein, dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Das ist nicht unzugänglich, die stehen doch drauf. So. Die stehen dort nur, weil ich das irgendwie cool finde. Okay, du hast nichts zu tun, weil ich noch auf die Punkte warte. Okay. Da warten wir eben. Zwischenzeit produzieren wir weiter Soldaten. Kann man gefühlt unendlich viele Soldaten draufstellen. Aber irgendwie haben sie auch eine Kollision. So. 50 kann ich dann in Angriff haben. Marschiert. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Dafür habe ich jetzt so lange gewartet. Also das Warten war es jetzt echt nicht wert. Wir werden angegriffen. Zurückziehen. So. Ja. Dann kommt ihr mal hierher. Dann schauen wir mal. Wir holen mal Gold. Von dir will ich auch Gold und von dir will ich Gold. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Bogenschützen hat er hier vorne. Ich hab 17. Und hier auch nochmal 10. Das dürfte reichen. Vielleicht breche ich dann doch nochmal die Diplomatiepunkte ab, die ich mir hole. Schick dann noch 5 Bogenschützen von ihm dazu. Ist zwar nicht viel, aber das war's. Kommt ihr mal her. Du greifst an. Ihr kümmert euch um die. Ihr Bogenschützen, ja, ihr schießt schön auf die Bogenschützen dort oben. Mal näher. Ihr reißt jetzt das Tor ein. Ihr auch. Ihr helft damit. Die Bogenschützen da helfen auch gut mit. Und wir haben tatsächlich die Mauer geräumt. Habe ich mir jetzt ein bisschen schwerer vorgestellt. Kann den Höhenvorteil nämlich noch nicht einschätzen. Aber es hat funktioniert, also bin ich zufrieden. So, holen wir noch ein bisschen Verstärkung.
Oh, er reißt sogar mit ein, mit den Bogenschützen. Irgendwie finde ich das auch lustig mit den Spitzhacken. Finde ich schon irgendwie lustig. Ist auf jeden Fall sinnvoller, als wenn die einfach mit den Speeren oder so drauf klopfen oder mit den Äxten. Äxten würden bei einer Palisade noch Sinn machen, aber weiß nicht, ob man mit Äxten gut die Mauer und so einreißen kann. Und das war's schon. Gut, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.